Der noch geweihte Äffer-Tempel vorhanden? Ihr sagt es mir, ihr klangt gerade eben so. Ich bin nur an ihm vorbeigelaufen. Zumindest einen gibt es noch. Einer Ja, reicht. das reicht ja erstmal. Ach ja, und dann müssen wir dieses Datum hier wegschaffen. Ich denke, wir sollten uns aufteilen. Sollten wir nicht einfach nur das Gold herausbrechen und fertig? Ich wollte also, dass wir uns auf den Platz stellen und die einzige Statue, die vor der Verwüstung Garets verschont geblieben ist, in kleine Teile brechen. Guter Einwand. Vielleicht sollten wir dorthin gehen, den Leuten sagen, dass die Statue weggebracht werden muss, und dann sollen sie zuallererst diesen gesamten Platz hier von Trümmern befreien, damit wir hier Zelte und Betten aufbauen können. Ich will ja nichts sagen, aber das wird ein Riesenaufwand, diese Statue wegzubringen, und ich sehe nicht, warum wir das tun sollten. Immer. Kannst du dir nicht heimlicherweise irgendwie heute Nacht oder so die Gürtel wieder ein bisschen anmalen, damit man das nicht so sieht und wir belassen es hier? Klar, also ja, kann ich theoretisch tun. Entweder hat es noch niemand gemerkt oder es gibt einen anderen Grund, warum sich niemand daran vergangen hat. Aber ich denke, wenn du das ein bisschen übermalst, wird die Statue zuerst sicher sein. Bis wir sie an einen würdigeren Ort verbringen können. Gut. Dann werde ich ein bisschen Sachen gucken, dass ich sozusagen die gleiche Mörtelfarbe finde. Wenn du Geld brauchst, sag Bescheid. Kollege Gorbas hat, glaube ich, ganz viele Farben an der Akademie der magischen Rüstung. Magische Rüstung. Dann gehe ich mal dahin. Reicht das nicht etwas Mörtel nur? Und es muss ja genau derselbe sein. Ja, aber wenn ich das übermale, könnte es vielleicht sein, dass es zwar strukturell beim Anfassen definitiv nicht so aussieht, aber wenn man hinguckt, dann eben nicht ja, optisch erstmal farblich nicht zu unterscheiden ist. Ich denke, es gibt gerade Interessanteres zu sehen, also und auch viel mehr zu erledigen. Die Leute werden sich nicht unbedingt irgendwelche kunsthandwerklichen Schätze ansehen wollen. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Das ist Ansehen wollen ist ja richtig. eine Sache, aber die meisten Leute trauen sich ja dann doch nicht, und das aus gutem Grunde, an der Götterstatue einfach rumzufingern. So gehört es sich ja auch. Ja, genau. Niemand fingert einfach an so einer Statue rum, außer an unserer Raffin, ne? Außerdem Es ist glaube ich keine nicht, dass irgendwelche Götterstatue. Plünderer genug Manneskraft hätten, um die Statue hierher wegzutragen. Ja, Kiaras, ihr habt natürlich recht, aber die Leute halten es dafür. Ja, das mag wohl sein. Ist es denn wirklich wichtig, welche Statue sie anbeten, solange sie ernsthaft zum Herrn Firun beten? Nein, absolut nicht. Sie dürfen auch keine Götzen anbeten. Und es ist ja kein Wo Götze. Ein sind wir Götze hier wäre in es, ein Andergast? Götze wäre es ja, wenn es etwas anderes repräsentieren würde, aber sie halten es ja für Firun. Ach, ist das jetzt nicht eine theologische Diskussion, die für einen anderen Moment Zeit hat? In der Tat. Ich denke, wir fangen einfach Tempel an. Ich würde mich einmal gerne zu Kiaras Onkels Villa begeben und einmal nachschauen, ob ich da noch eine Depesche absetzen kann oder ähnliches. Karina, wollt ihr mitgehen? Ja, dort ist auch Vielleicht. das Institut der Reiterei. Vielleicht finden wir dort noch Pferde. Umso besser. Sehr gut. Und dann? Los geht's. Gut, so trennt ihr euch erneut. Unabhängig davon, wohin ihr jetzt lauft, werdet ihr verschiedenste Gerüchte von verschiedensten Leuten mitbekommen. Wenn ihr euch dann mal 10 Minuten an einen Rand der Straße stellt, dort mit anderen Leuten ja ein paar Trümmerbruchstücke zusammenhackt oder dann helft beim Aufladen. Wir gucken uns gleich an, wohin ihr lauft, aber Gerüchte über Gareth. In Meilers Grund und in den Rosskuppeln herrschen die Tobrier. Herrschen. Das ist auf alle Fälle teilweise wahr, sollte, glaube ich, gar nicht so sehr unbekannt sein, vor allem für euch. Das ist ein offenes Gerücht. Neu-Gareth ist in einem Krater verschwunden. Der Bote des Lichts hat einen unheiligen Pakt geschlossen, um zu retten, was zu retten war. Daher haben so viele Praios-Geweihte überlebt. Ey. Galotta ist mit einem Zauber wieder einmal davongekommen. Andere schwören, sein kreischendes Lachen vernommen zu haben, als er in die Niederhöllen fuhr. Das Lachen habt ihr auch gehört. Kaiser Hal ist zurückgekehrt und wandelt irgendwo unter den Helfern, um seine Stadt zu retten. Eine uralte Blutulme aus der alten Residenz stapft durch die Stadt und hilft. Im Hesindetempel hat Rohal persönlich mit alten Artefakten bei der Verteidigung der Stadt geholfen.
in den Auen und in den Wäldern Garetien streifen versprengte Gruppen der Dämonendiener bis zur Regimentsgröße herum und plündern Gehöfte und Dörfer. Niemand weiß, ob sie sich für ein neues Ziel vereinigen oder was jenseits von Gier und Totschlag angetrieben wird. Eine gewaltige Flutwelle hat aus der blutigen See Perikum zerstört, genauso wie es einst mit Tavena geschah. In Dapathien herrscht Chaos und verdorrtes Land, in dem Untote, Drachengardisten und Monstrositäten Menschen dahinschlachten. Romulus wurde erstürmt, gebrandschatzt, vernichtet. Das Schwert der Schwerter, Eiler von Schattengrund, ist tot. Wurde bei der Verteidigung von Romulus in den Tod getrieben, in ihr eigenes Schwert. Im Kosch ziehen sich viele Bewohner in ihre sicheren Verstecke zurück, nachdem der Allergrim dort die Stadt verheert hat, die Berge geschmolzen hat. In Almada haben sich die Magnaten angesichts der katastrophalen Botschaften ihre Güter befestigt und beten. Zahlreiche Blutfäden sind entbrannt. Selindian Hal, derzeitiger Thronfolger im Kaiserreich, ist tot. Und zu guter Letzt, das Herzogtum Weiden wusste sich schon immer durch die Eroberer zu wehren und hat den Rest von den Untoten zurückgeschlagen. Aber Weiß Tobrien oder Herzog Bernfried ist gefallen. Das sind all die Gerüchte, die ihr nach und nach mitbekommt. Welche davon wahr sind und welche stimmen, welche gelogen sind oder teilweise wahr, die Zeit zeigen. Gut, dann machen wir oben... Ich glaube, ich drohe auf dem Weg mindestens 5 Leuten die Exkommunikation an, wenn ich so einen Scheiß höre. Bestimmt. Da war viel Unheiliges dabei, vor allem weil die Berichte aus Perikum ja eigentlich viel länger brauchen. Aber die haben das so gehört. Gut, wir fangen wie immer bei Abelmir an, ganz oben. Abelmir. Ich bin nicht dick. Wir fangen bei Abelmir an. Als erstes würde ich meine eigene Theorie mal überprüfen mit den Windrichtungen. Ich glaube, die erste war ja hier, oder? Die Brauerei. Genau, und die zweite war da. Heißt die nächste, also entweder könnte eine da sein oder da. Da dieser Teil schwer begehbar ist, würde ich mir erstmal hier suchen, so in der Richtung. Möchtest du dann unter den Trümmern nach was gucken? Nach weiteren Statuen? Also nicht unter den Trümmern, sondern auf öffentlichen Plätzen, also die zugänglich sind. Ich würde jetzt nicht irgendwie tief graben, gucken, ob ich auf den öffentlichen Plätzen, Straßen, Statuen sehe von diesen 8 Heiligen. Mhm. Dann kannst du auf alle Fälle mal eine Sinnschärfe und eine Baukunstprobe in die Box werfen. Also erstmal die Sinneschärfe. Und eine Baukunstprobe. Mhm. Ja, du siehst, dass wohl der Ingrim-Tempel mittlerweile wieder freigeräumt ist. Der ist ja dem Erdboden gleich gemacht, aber du kannst sehen, wie mittlerweile schon... Du schätzt so 50 Personen. 50 Personen sind gerade rausgeklettert und stehen jetzt daneben. Du kannst darunter auch Thorn Eisinger erkennen. Es gab wohl ein großes Bruchstück, was den Tempel dann so hat einfallen lassen, wie ein Kartenhaus, dass der Rest dann darunter liegend sie geschützt hat. Im Ingrim-Tempel ist selber niemand gestorben, aber der Ingrim-Tempel ist ja trotzdem kaputt, zerstört, verheert. Ja, ich ein großes mal, Wunder. Ich renne jetzt mal auf sie hinzu. Meister Eisinger, ihr lebt. Ach, Magister, schön euch zu sehen. Verzeiht mir, wie kann ich euch helfen? Erstmal freue ich mich, dass ihr überhaupt lebt. Wie konntet ihr das überleben? Na und wir haben dort natürlich auch gebetet. Und... Ja, dann fiel es zu ein. Wir hatten noch das ein oder andere Baugerüst zwar stehen, aber was auch immer sich Ingrim dabei gedacht hat, als er den Tempel hat einstürzen lassen oder sein dämonischer Widersacher, bisher ist keiner darunter gestorben. Wir haben Hunger. Aber etwas Regenwasser, was runterran, das hat uns noch geholfen. Die restlichen Geweihten konnten dann überprüfen, ob es sich dabei um Unwasser handelt, aber das ist nicht der Fall. Wir haben nur noch Hunger. Wisst ihr, wo ich ein gutes Brot finden kann?
Geht zur alten Residenz. Dort ist ein großes Lager. Ihr müsst dort alles finden, was ihr braucht. Ausgezeichnet, danke. Eine Klopft Sekunde. Er dir auf die Schulter mit seiner schweren Hand. Ja, was? Eine Frage hätte ich noch. Ihr kennt doch die Legende der 8 Heiligen von Gareth. Ja, die kenne ich wohl. Habt ihr so eine Statue schon mal in der Nähe des Ingrim-Tempels gesehen? Nähe des Ingrim-Tempels? Im weiteren Umkreis. Stemmt sich seine Hände in die Hüfte. Mit dem Blödsinn habe ich nichts zu tun. Nun gut. Danke. Ja, beeilt euch. Also gut, Männer, ihr habt's gehört. Sammelt euch dort bei der alten Residenz. Da gibt's Essen. Jetzt los. Ja, er bleibt selbst nochmal stehen. Er hilft dann noch anderen rausklettern. Aber die ersten 30 Leute gehen dann schon mal in die Richtung. Mit knurrenden Bäuchen. Isarun. Ich möchte gerne im Schlossviertel bleiben, erstmal an der Akademie suchen, beziehungsweise mich umhören, ob Saldor Fostlarin oder Sagitta da Sambra inzwischen zurückgekehrt sind. Falls nicht, übernehme ich da so ein bisschen das Kommando und organisiere, was da übrig geblieben ist. Ich möchte vor allem Krankenstationen ausgraben oder aufbauen oder halt funktionstüchtig bekommen und den Brunnen. Den Brunnen, ja, okay. Der weggestürzt war. Kannst du das auf alle Fälle anleiten, dass da wieder gegraben wird, die Trümmer dann nach oben gebracht werden und dann wieder ein Zugang zur Kanalisation geschaffen wird mit trinkbarem Wasser, das dann nach oben gepumpt wird. Gerade der Okuri-Tempel kann dir da auch helfen. Das sind dann zwar sehr viele Theoretiker, viele Schreiber, aber die werden das sicherlich schon irgendwo mal gelernt haben. Das sind alles sehr gelehrsame Leute, die dann zumindest theoretisch das Wissen haben und dann zusammen mit den Handwerkern, die dann obdachlos auf dem Platz schlafen, könnte zumindest diesen, den 12-Götter-Platz herrichten, dass es wieder trinkbares Wasser gibt. Genau, das ist jetzt so mein Ziel. Wenn ich dann noch Zeit haben sollte, nachdem das alles angeleiert ist, würde ich versuchen, mal die beiden eingestürzten Tempel zu besichtigen, Peraine und Travia, und im Rondra-Tempel vorbeizuschauen und dann einfach mal zu schauen, wie sieht's im Moment auf den Straßen aus, käme man da wieder durch zum südlichen Tor. Ja, mittlerweile kannst du wieder über die Straßen in engen Gassen dann dich dahin pirschen. Das ist alles sehr bedrückend, gerade wenn du dann auch links und rechts neben dir die Wucherwurzeln ranken siehst, die sie auch versuchen nach dir zu greifen, aber das gelingt wohl. Über schmale Korridore kannst du dann bis dahin. Siehst du auch, wie schon viel Blut in die Erde getreten ist, also die zerstörten oder zerdrückten Leiber wurden wohl als erstes dann noch mit in den Rondra-Tempel gebracht. Den Geweihten an sich geht es den Umständen entsprechend. Sie sind sehr geknickt, sehr gekränkt und denen geht es einfach gerade nicht gut, was den Umständen natürlich dann noch geschuldet ist, dass jetzt so viele Unschuldige unter ihrer Führung, unter ihrer Leitung dann den Tod finden müssen. Die versuche ich dann zu redirigieren auf Sachen, wo sie halt noch Gutes tun können. Also Brunnenausbau oder in der alten Residenz sich um Leute kümmern und so. Mhm. Also, dass sie nicht mit ihren Gedanken hier bei den ganzen Toten nur hängen. Sehr gut. Ja, wie gesagt, während du da herumläufst, hast du alle Zeit der Welt, diese Gerüchte aufzuschnappen, die ich eben vorgelesen habe. Da ist sehr viel Schlechtes dabei. Wie gesagt, wenn jetzt Perikum gefallen ist, wenn Romulus gefallen ist, das Schwerter ist tot. Da ist also ich versuche, diese Gerüchte zu zerstreuen und sage, ja, das ist bestimmt alles nur eine schlimme Erzählung und wir sollten das nicht vorschnell glauben. Erstmal uns hier um die Nachbarn kümmern, dass die Leute dann nicht irgendwie in Verzweiflung versinken. Mhm. Ja, du selbst weißt ja zumindest, dass das mit der Partien auf alle Fälle wahr ist. Denn du hast die Auswirkung der Plagenknolle miterlebt. Wie um dich herum das Getreide verfault und verrottet ist. Und da brauchte es noch nicht einmal die Untoten. Da brauchte es nur die Plagenknolle und das offene Tor. Wir machen weiter mit Kiaras. Onkel Kalman, Onkel Olero. Seid ihr hier irgendwo? Ja, du siehst, das Gebäude ist zum Großteil unbeschädigt. Aber keine Wachen, und das ist das, was dich aufhorchen lässt. Normalerweise kommt hier niemand an den Wachen vorbei. Nun, es scheint wohl so, als wären sie doch nicht mehr hier. Ich ziehe mal mein Schwert und marschiere mal in das Gebäude rein. Zeigt euch, wenn hier jemand ist!
Ja. Um dich herum siehst du verschwenderische Pracht, Luxusgüter von allerhöchster Güte. Du bist hier schon durchgegangen, als du von dem Stab zu berichten wusstest, dass er dann auf kamalem Wege mit Alantha kommuniziert hast. Du hast ihn ja schon kennengelernt, den Gesandten Kalman. Sieht sehr unwirklich aus, aber die Villa ist leer. Du blickst dich ein bisschen weiter um, kannst dann Garten, ziemlich großer Garten, kannst du dann noch eins der Gästehäuser blicken. Leer und verlassen. Tür steht offen. Steht wohl noch eine Prior-Statue im Garten. Seltsam. Schau mir mal die Prior-Statue an. Steht hier schon immer? Oder Kiaras? Moment, eine Prior-Statue? Eine Prior-Statue. Ich weiß. Das scheint so gar nicht zu passen. Ja, tretet ihr dann über die Veranda nach draußen. Kalman ist nicht hier, der Botschafter, und Aurelio auch nicht. Geht durch den Garten. Wie gesagt, das Gäste- und das Gesindehaus ist immer noch leer mit offener Tür. Eine Statue von Praios. Mit zwei Gesichtern. Habe ich so eine Statue schon mal zu Hause gesehen? Also ist mir so etwas schon mal untergekommen? Oder ist das komplett neu? Verdammt. Gute Frage. Erschwert um 13. Jo. Alles, was ihr tut, ist erschwert um 13. Ja, nee, also müsstet ihr Jalan mal fragen. Jalan kann euch da sicherlich was zu sagen. Ist vielleicht so ein garetischer Kult. Ich meine, euer Boron-Kult ist ja auch ein anderer als der Puni-Neritus. Ja, das stimmt schon, aber nun, normalerweise sollte hier nicht eher eine Boron-Statue stehen? Ja, auf jeden Fall. Ja, darüber sollten wir nach Hause schreiben. Irgendwas ist nicht in Ordnung hier. Kannst mal eine Geschichtswissenprobe hinterher schmeißen. Vielleicht gelingt dir da die 13 Punkte. Doppel-1 ist immer drin. Du darfst doch auf Sagen und Legenden ableiten, wenn du willst. Zusammen haben wir eine Doppel-1. Ja, genau. Wir legen einfach mal zusammen. Ja, nee. Also schreich da herum. Werf doch noch mal einen kurzen Blick ins Gästehaus. Die komplette Villa Carinos verlassen. Ist irgendwas zurückgelassen worden auf irgendeinem Tisch? Ein Brief für Kiaras oder sowas? Finde ich so etwas? Nein. Also du schaust da nochmal vorbei. Viel ist zurückgelassen worden, viel. Also auch wenn du dann in den Keller reingehst, kannst du da wohl sehen, wie da wohl noch ein paar Flaschen Wein sind und einige sind auch nicht beschriftet. Deine Neugier wird so ein bisschen ausgelöst. Kannst da mal entkorken und das ist guter Boronwein. Der ist viel Geld wert. Ich leg den da erstmal hin, der ist hier sicher, vielleicht komme ich nochmal. Ja, also die haben nichts eingepackt, die sind einfach verschwunden. Ja, wann habt ihr euren Onkel das letzte Mal gesehen, als wir zusammen hier waren? Kurz vor der Schlacht. Nun, wir haben natürlich miteinander geredet, aber ich denke, er wird genau wie alle anderen reicheren Leute die Stadt verlassen haben, bevor irgendetwas passiert ist. Wir brauchen so einen Botenmagier, damit wir eine Nachricht verschicken können. Das stimmt schon, aber in der Zwischenzeit, im Namen der Familie Carinor, nehme ich dieses Haus wieder zurück in Besitz. Natürlich. Eine äußerst ehrenvolle Tat eurerseits. Ja, stampfst einmal mit dem Fuß auf den Boden, Hände in die Hüften. Gut. Mit einem unguten Gefühl blickst du nochmal durch die Glasfenster in Richtung des Gartens zur Prior-Statue. Da braucht ihr jetzt Jalan. Geht weiter zu Ömer. Ömer möchte nochmal zum Briclo-Platz. Ja. Und will ein wenig gucken nach dem Prediger, ob er den nochmal sieht. Du meinst den Rondra-Geweihten? Ja. Ja. Doch, wirst du finden. Ach, dann hört man dem ein bisschen beim Predigen zu, will aber vor allem auf seine Kleidung achten, ob man zufälligerweise irgendwie solch eine Kette wiederfindet, die ein bisschen gülden ist, was ja bei einem Rondra-Geweihten etwas Goldenes zu sehen nicht verwerflich wäre. Ja, nee, wirst du nichts sehen, nichts, was eine Kette oder auch nichts Goldenes. Er trägt das ganz normale Löwenornat eines rondrianischen Wanderpriesters.
Na gut, jetzt mit seinem Holzbein sieht er nicht so nach Wanderschaft aus, aber er hatte sich ja im Rat der Helden. Hat er sich vorgestellt? Er hat nie einen Namen genannt. Tauchte einfach mit diesem anderen Preiosgeweihten auf. Die Priester sprechen von einigen Zwölfen. Und doch zählt das Wort Preios stets mehr als das seiner Geschwister. Wir tragen den Fuchs im Wappen. Aber der Greif herrscht. Wie Preios sich über die Götter erhoben hat, erheben sie sich, die seinen Namen herrschen. Über die Menschen, die Mutigen unter uns aber, wollen sich nicht länger unterdrücken lassen. Die Zahl derjenigen, die ihre Angst abschütteln und gegen die Ungerechtigkeit in Preios Namen aufstehen, wird immer größer. Gehört zu den Mutigen. Alle Götter sind gleich. Freit euch aus der Angst. Wehrt euch. Kannst du Bosparano? Lass mich einmal kurz schauen. Bosparano auf 8, ja? Unus eternus est, octu imperant. Quorum numerus et corpus nomen eius venerantur. Einer ist ewig. 8 herrschen. In ihrer Zahl und ihrer Gesamtheit ehren sie seinen Namen. Man schaut auf die Reaktion der Menschen, die da drumherum stehen. Ob sie kritisch schauen, ob sie von seinen an seinen Lippen hängen. Wir scheinen wohl so ein bisschen leise zu diskutieren. Einige nicken, murmeln. Es sieht eher danach aus, als ob sie nach Führung suchen und sich freuen, dass ein Rondrianer zu ihnen spricht und das Wort von Rondra verkündet. Was auch immer er sagt, er wird recht haben, er ist ein Geweihter. Dann will man noch zum ehemaligen Tempel von Handel und Wandel. Der Tempel von Handel und Wandel ist zerstört. Du kannst noch sehen, wie ja, einige Türkise draußen liegen, offen zur Mitnahme. Da hat der Fex-Tempel wohl einfach ausgelegt auf ein paar Holztische, traut sich aber aktuell nicht wirklich jemand da was wegzunehmen. Das sieht so ein bisschen, wirkt ein bisschen merkwürdig, ein bisschen seltsam. Aber ja, gibt wohl einige Mosaike, die dann hier auch ausliegen. Also irgendwelche, ja, du hattest das Gemälde auch am Boden schon mal gesehen, wenn du dann hier im Tempel von Hand und Wandel mal vorbeigeschaut hattest. Hattest du ja mal Preise ausgehandelt, gemeinsam mit der Pereine-Geweihten. Das Mosaik ist wohl auch zerstört. Die Vogtvikarin hat da wohl einfach alles ausgelegt und dann zur freien Mitnahme dann verfügt. Der wird das also zerstört und aufgegeben, verlassen. Du siehst dann aber auch die Vogtvikarin, wie sie dann 20 Meter weiter steht, Linara Fuchsfell, wie sie gerade bei den Aufräumarbeiten hilft. Man schaut mal nach, ob man ihre Aufmerksamkeit erhaschen kann und geht dann einfach mal so auf sie zu und wird einfach, wenn man die Aufmerksamkeit nicht einfach so kriegt, dann vielleicht auch ein wenig mithelfen in ihrer Nähe. Ja, auch du wirst dann wieder zahlreiche Gerüchte wahrnehmen, die ich eben vorließ. Und bekommst dann mit deiner Spitzhacke und deinen Handschuhen in der Hand auch ihre Aufmerksamkeit. Ah, den lästigen zum Gruß, immer. Ja, ihr seid auch hier. Den Zwölfen zum Gruß. Ich habe da mal so eine Frage. Was haltet ihr von diesen Märtyrern, die uns jetzt hier aus der Patsche helfen, wie es so schön heißt? Die Märtyrer? Zuckt so ein bisschen mit den Schultern, wischt sich den Schweiß aus dem Gesicht. Tun ja schon Gutes, sag ich mal so. Also zumindest im Vorfeld der Schlacht. Da haben sie dann an den verschiedenen Plätzen überall, also sowohl dann am Rommeliser Tor als dann auch hier in Nasesheim und vor der priesterkaiserlichen Hochalexakrale, da standen sie ja überall und dann hier auch auf dem Marktplatz, beim Ostmarkt, da haben sie schon Gutes getan, muss ich sagen. Die Leute angespornt und in der Schlacht habe ich ja auch mitbekommen, wie sie dann überall mit auf die Dämonen eingestochen haben und jeder selbst wollte ein Märtyrer werden. Einige haben dann auch die Namen angenommen von den Märtyrern, um besonders heroisch zu werden. Mittlerweile ist mir das ein bisschen unheimlich geworden, aber ich habe da gerade keinen Kopf für. Ich habe das Gefühl, dass wir uns den Kopf darüber machen sollten. Meint ihr? Wollt ihr das näher ausführen? Aber nicht hier. Besucht mich auch in der Nacht. Gut. Dann bis heute Abend. Ich muss mich noch um eine andere Dinge kümmern und danke für eure Zeit. Ja, sehr gerne. Wenn ihr noch irgendwen anders mitbringen wollt, dem ihr traut, dann bin für euch da. Wir treffen uns am Effa-Tempel. Okay.
Dann bis heute Nacht. Na. Und so streunt immer nur noch die Gegend, um zu gucken, ob noch neue Leute über die 8 Märtyrer erzählen, die er vielleicht noch nicht kennt. Ja. Ich tue, was ich vorhatte und gehe zum Effa-Tempel. Schau erstmal, wer da überhaupt noch rumwuselt. Genau dahin. Ja, der Vogt Vika, beziehungsweise der Vorsteher Elidan Brunnenmann, den hatte ich ja schon vorgestellt. Ich glaube, du warst noch nicht hier. Ja, einige Leute, die dann hier auch mit Suppe ausgehen beschäftigt sind. Und dann kannst du ihn erkennen. Ist ein knielanger weißer Bart, den er hier hat. Den hat er sich jetzt wohl ein bisschen aufgerollt und dann verschiedene Knochen in den Bart reingesteckt. Siehst dann auch, wie 2-3 große Hunde neben ihm stehen, sitzen. Sehr gut dressiert, sehr gut erzogen. Und nickt er dann dir zu. Geht dann auch tatsächlich dann auf dich zu, wenn er dich als Bandstrahler erkennt. Ja, Herr Bandstrahler, wie kann ich euch helfen? Euer Hochwürden, gut zu sehen, dass eure Gemeinde in... Verzeiht meinen Aufzug, ich war gerade in der Kanalisation. Ich wollte fragen, wie der Stand ist bezüglich unserer Wasserversorgung. Uns fiel auf, dass die Natter wenig geeignet zu sein scheint. Ja, ich habe schon den Schlachtern und den Fleischern gesagt, dass wenn sie ihre Abfälle in den Fluss werfen, dann bekommen sie... ein Tritt in den Hintern. Das soll bitte ausgesetzt werden. Die ganzen Schlachterfälle kann ich ja reinigen, wenn nicht gerade Brautag ist, aber nach Fließrichtung ist das natürlich ein unglaublicher Gestank und den brauche ich jetzt nicht, gerade nicht, wenn die Kanalisation verstopft ist. Zahlreiche Ratten, die sich da angesammelt haben. Sollte gerade mit den Toten. Sollte sich wohl vor allem darum gekümmert werden, dass sowohl die Toten als auch die Bruchstücke der Festung und anderes dämonisches Material aus der Natter entfernt werden. Ja, da sagt ihr was. Und jetzt habe ich hier oben im Norden habe ich einen untoten Drachen da rumliegen. Mir wurde schon gesagt, dass ihr das wart. Und der läuft mir jetzt mit seinem organischen Zerfall, ätzt er sich durch den Boden und dann direkt in meine schöne Kanalisation. Und dann soll ich ihn auch nicht anfassen. Falls ihr bei der Bewältigung dieser Aufgaben Hilfe braucht... die an der alten Residenz sowohl auf Freiwillige als auch auf Geldmittel zugreifen. Ja, dann immer her damit. Ich brauche kein Geld, ich brauche Männer. Und die dann am besten ausgeruht und nicht verletzt und ich brauche Essen. Was will ich denn mit Geld? Was soll ich denn mit Dukaten? Wollt ihr mich verarschen, Mann? Um Essen wird sich gekümmert. Einige Tage noch. Gut. Also, wenn ihr Männer braucht, geht ihr zu Wertlingen, lasst euch welche zuteilen. Haltet die Schnauze, wenn ich mit euch rede. Ihr habt den Drachen da oben erschlagen. Das heißt, ihr räumt den auch weg. Es wird sich drum gekümmert. Will ich auch hoffen. Wenn der Drache in die Kanalisation läuft und sich dann hier so eine Seuche ausbreitet, das kann ich gar nicht gebrauchen. Ich werde der Pereinekirche stecken, dass ihr das wart. Mit euren Freunden. Sorgt dafür, dass mir die Stadt nicht verdurstet. Und dann schleppt ihr mir auch noch so einen Schwarzmagier an. Tomekaterion. Er ist noch hier. Den haben wir abgegeben. Er ist noch hier, ist er bei Bewusstsein? Er ist noch hier und er ist bei Bewusstsein, was wollt ihr von ihm? Gar nichts, weil ich bin mir sicher, meine... Arbeiten kann der auch nicht. Ich bin mir sicher, meine Begleiter werden gern mit ihm sprechen. Habt ein Auge auf ihn für mich, ja? Wenn er weggehen will, ich werde ihn nicht aufhalten, er hat nichts getan. Er hat die Stadt verteidigt. Was soll ich da machen? Ich kann ihm natürlich sagen, dass die Bandstrahler ihn suchen. Ihn natürlich zum Bleiben bewegen. Sagt ihm lieber, dass seine Kollegen ihn suchen. Was auch immer. Kümmert euch um den scheiß Drachen. Ab Dank, es wird geschehen. Ja, dann gehe ich leicht angefriemelt raus. Der Einzige, der mit einem Bandstrahler so reden kann, ist ein Effortgeweihter. Ja, aber immerhin jetzt in dem Bewusstsein, dass ich weiß, was wir mit Raphim Söldner machen. Gut. Und mit dieser Gewissheit und einigen weiteren Zielen könnt ihr euch wieder bei der alten Residenz sammeln. Das ist eine andere Geschichte.